Im März feierten sie ihren 15. Hochzeitstag, 4 Monate später sind Patricia und Axel Schulz offiziell getrennt. Der Sportler hat das Ende seiner Ehe bekannt gegeben. Auf Instagram teilt Axel Schulz mit seinen mehr als 25 Fans nahezu täglich Fotos aus seinem Leben. Die meisten Bilder zeigen ihn beim Sport oder haben einen Bezug zum Boxen. Sein neuester Post ist jedoch anders, persönlich und emotional. Patricia und ich haben uns getrennt. Der ehemalige Boxprofi teilte auf der Social-Media-Plattform ein Bild von einem gebrochenen roten Herzen. Dazu schrieb der 52-Jährige, ich möchte euch mitteilen, dass Patricia und ich uns schon vor vielen Monaten getrennt haben. Patricia ist seine Frau. Mir hatte er im März 2006 in Florida das Ja-Wort gegeben, gefunkt hatte es ein Jahr zuvor auf einem Golfplatz. Die Hochzeit fand damals auf einer 18 Meter langen, weißen Yacht statt, rund 30 Gäste waren an Bord. Mir ist kribbelig wie vor einem 12-Runden-Kampf. Ich hoffe nur, die Ehe mit Patty dauert ein bisschen länger, sagte der ehemalige deutsche Schwergewichtsboxer damals der Bild-Zeitung. Yeah. 15 Jahre später, wenige Monate nach ihrer Kristallhochzeit, ist alles aus. Wir werden Freunde bleiben, zwei tolle Töchter verbinden uns bis heute, so der Sportler weiter. Paulina ist 14 Jahre alt und erfolgreich im Schwimmsport, die 10-jährige Amelina spielt Handball. Hochzeit mit Hermine, Harry Potter-Star David Teplitz hat heimlich geheiratet aus Ehe mit Michael Wendler, Claudia Norberg angeblich mit Videos erpresst unterschiedliche Meinungen der Fans, Cassie Hummels teilt Kussfoto mit Sohn, auch wenn wir kein Paar mehr sind, stehen wir zu unserer Verantwortung für unsere Kinder und uns selbst. Wir werden Freunde bleiben. Seinen Post beendete er mit den Worten, so, jetzt ist es raus. Ich hoffe, ihr akzeptiert auch weiterhin unsere Privatsphäre.